So, hallo und willkommen. Wir hatten ja beim letzten Mal den Dicken hier gefangen. Zwischendrin hatten wir mal Madame hier geholt und ich habe festgestellt, das sind Männlein und Weiblein. Märzken. Also, direkt mal verpaaren. Den auch. Sondern. Anderen. Ich mache einen Schritt zurück. Bin ich mal gespannt, was das gibt. Na los, mit zwei. Ja, dann ganz schön brüllen. So. Mama, ja, kriegt man ja einen lahmen Finger, Jungs. Benehmt euch. Na? Einen Namen kriegst du auch gleich. Ah, wird noch ein bisschen dauern. Komm schon, Mädel. Wie denn jetzt so? Mal gespannt, was bei den Eiern rauskommt. Ja, einen ganz komischen Soundbug habe ich hier. Naja, mal rauskriegen, woran das liegt. Nicht mein Finger krampft, dann haben wir gleich geschafft. Nein, 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 nein. Schon so weit weg? Nee. Bleib hier. Yes. Ups, hier geblieben, Madame. Sauber. Disable wandern. Disable wandern. So. Jetzt nicht mehr am Wandern. Auch nicht mehr am Wandern. Okay, dann wird das Ganze schnell jetzt. Upp. Machen wir hier die goldene Ente. War ganz. Ihr nehmt euch da unten. Kümmere mich jetzt erstmal um das Ei. So. Vor einigen Tagen schon mal eins gemacht. Habe ich auch schon mal vorgebrütet. Ups. Da weiß ich, wie viel Feuer ich circa brauche. Na komm. So. Dann wollen wir mal das hier. Und too cold, behauptet er. Das ist natürlich ein bisschen kacke. Und schwören, dass das funktioniert. Na, komm. Warum klappt das denn jetzt nicht? Too cold. Dimmig. Nehmen wir mal das andere. Too cold. Okay. Incubating. Wunderbar. Puh. Okay. Haben wir jetzt beide hier liegen. Wird natürlich ein wenig dauern, ne? Deshalb melde ich mich zurück, kurz bevor das eine Ei
im Ausschlüpfen ist, beziehungsweise ich werde es dann unterbrechen und melde mich dann. Gucken wir dann wieder rein. Also, dranbleiben. Bis gleich. So, jetzt sind sie soweit. Ich habe sie vorsorglich mal eben aufgepickt. Hab mir Fleisch ins Inventar geholt und dann werden wir die jetzt mal entbrüten. Ah, kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Und Accept. Ja, nehmen wir erstmal Fleisch und dann Disable Rendering und dann kommen wir hier raus. Ja, komm, Kleiner. Ich sollte auch mal die Feuer abschalten. Auch wenn du ein Feuergott bist. Oh Mann. Oh, der frisst aber gut. Oh, und er steigert sich ganz schön fix. Meine Güte. Komm mal raus, lass dich mal richten. Was ist denn für Stats und welches Level hast du gekriegt? 167? Ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Bist du ein Weibchen? So, dann komm mal raus. Komm raus. Also ganz schön was schleppen. Boah, macht ja Krach wie ein Großen. Mal hier rüber. Mal rüber. Ah. Nee, Junge. Ich weiß, wie viel ihr fresst, habe ich hier direkt den ganzen Futtertrog vollgeklatscht, wie so ein Blöden. Ich glaube, das war auch nicht falsch. Mann, Mann. Richtig was aufnehmen, wa? Ja, das ist schon mal ein Akt für sich. Mann, Mann. Ich will schleppen, ne? Boah. Alter Faller. Ich bin ja neugierig, was da rausgeht. Aber ich glaube, mit zwei auf einmal. Ich ein bisschen überfordert. Ja, auf dem Kopf. Würde ich denn eigentlich geben? Der ist ab 10% aus dem Bottich, ne? Hm, Agent. Ausprobieren. Weiß ich nämlich nicht, wie ich euch hier hinter raushole. Da muss ich euch springen lassen, ne? Na ja, klar. Ne, keine Chance. Okay. Hopp. Mal schon was aufnehmen. Wie bist du denn? 8. Sechs. Ja, das kann noch was dauern. Gut. Mach ich hier mal einen Cut und wir sehen uns dann später wieder. So, die erste ist dann soweit, dass sie jetzt erstmal eine Zeit lang alleine bleiben kann. Kann genug Fleisch aufnehmen. So cold. Incubating. Wunderbar. Tada.
erstmal Fleisch. Ich lösche die Feuer. Und dann gucken wir mal, was aus dir geworden ist. Bis 192. Nicht schlecht. Disable Wandering. Na, komm mal her. Komm her. Und du bist sogar ein Mannequin. Na, was doch. Na? Ah, du kannst auch schon reichlich. Fertig. Und für. Ja. Ich mal gucken, was mit dem Imprint ist. Bin ich froh, dass ich so viel Fleisch vorher gefarmt habe. Alles voll. 8 Minuten sprinten. Und Exponent Level. Nicht Level abhängig. Gut, dann sehen wir uns wieder in 7 Minuten. Also gibt kurzen Cut. So, noch 5 Sekunden. Marco ist gespannt, was es dann wünscht. Birdling wants to hand feed vom Kibbel. Lichosaurus Egg. Was, solche Ansprüche haben die? Alter Falter. Lichosaurus Egg. Lystro Egg, ja, hätten wir da. Brauchen wir denn dafür das Kibbel? Schnell nachgucken. Okay, ich guck mal eben, was wir dafür brauchen und melde mich dann zurück. So, da sind wir dann wieder. Mittlerweile Nacht. Die Lystro-Geschichte habe ich hingekriegt. Jetzt bin ich mal gespannt, was er davon hält. Kibbel Lystro-Eck Handfeed. Kann ich das jetzt so machen? Hm? Hier ist gemacht. Lystrosaurus Egg. Wants to hand feed comfort food über Lystro Egg. Hab ich doch gemacht. Machen wir den ganzen anderen Fleisch raus. So. Was ist denn jetzt? Moment mal. Oh, der mir hier verhungert. Mal, ob es hier das gibt. Ne. Ja, habe ich ja wieder gemacht. Ah. Habe ich ihn doch jetzt. Once we hand off. Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Pass mal auf. Oh, Mann. Ganz schön anspruchsvoll. Naja, gut, okay. Okay. Tja, dann mal gespannt, was beim nächsten passiert. Ob ich ihn dann auch noch so bedienen kann? Schauen wir mal. Dann bis gleich. So, jetzt ist es gleich schon wieder soweit. Was will er dann?
Kotlin wants to go on work with you. Ja, dann. Okay. Will er echt das hier gehen? Ah, das hat geklappt. Okay. Hat uns das gebracht? Nix. Ganz schön heftig, so ein kleiner Scheißer. Ja, komm. Danke. Wir warten, Gut, wir sehen uns dann so in 10 Minuten wieder. So, jetzt will er gleich schon wieder die nächste Sache. Gespannt, was es diesmal ist. Riddle with you. Einfach nur kuscheln. Okay. 13%. Halleluja. Okay. Das nimmt ja gar kein Ende. Dann bis gleich. So, jetzt hat er gleich schon wieder einen Wunsch. Wird aber der letzte sein, den ich mitmache. Die fressen jetzt aus dem Futtertrögen. Jetzt habe ich lange genug auf die aufgepasst. Er möchte wieder knuddeln. Okay. Nice. Gut, ja, die beiden fressen jetzt aus dem Trog. Ich habe ja echt eine Menge Zeit verbracht. Das sollte es jetzt erstmal gewesen sein. Dann danke fürs Zusehen. Vergesst nicht zu bewerten, kommentieren. Bis dann. Ciao, ciao.